So, hallo liebe Community, hier ist wieder Caesar und ich wollte euch jetzt in der 11. Ausgabe mal so ein paar neue Details zum 11. Patch zeigen. Warum Ausgabe 11? Ja, die Ausgabe 9 und 10 sind ja der Polizeianwärter-Grundausbildung vorbehalten. Deswegen passt die Ausgabe 11 wunderbar eigentlich zum neuen Patch 11. Und da gab es so ein paar Änderungen, die ich euch jetzt gerne mal ein bisschen näher zeigen möchte. Deswegen bin ich hier auch im Kavala Marktplatz mal gespawnt. Und hier sieht man schon mal als erstes, dass zum Beispiel einer der Polizeiparkplätze weggenommen wurde, und dafür hatten wir jetzt hier einen dieser neuen ADAC-Parkplätze. Also der ADAC hat nun hier auch die Berechtigung, offiziell seine Fahrzeuge auch abzustellen und darf dann entsprechend diese Fläche hier auch dafür nutzen. Das ist so eine der wichtigen Änderungen einmal für den ADAC. Dazu kommt natürlich noch, dass sie auch in ihrem Verdienst ein bisschen was geändert bekommen haben. Also sie haben jetzt auch ein etwas besseres Gehalt und sie können natürlich dann auch ihre Ausrüstung, die sie für ihre tägliche Arbeit benötigen, auch etwas vergünstigt kaufen. Was hat zum Beispiel Polizei bekommen? Da fährt jetzt gerade mal hier der Niux vor mit dem neuen Großtransporter Semek der Polizei, der ein Gefangenentransporter darstellen soll. Wir sehen es hier. Eine sehr schöne Textur. Oben vorne drauf steht Polizei groß. Wir haben hier die Symboliken der Polizei auch drauf. Hier hinten nochmal auf der Abdeckplane auch noch ein riesen Logo drauf. Sieht auch sehr schön aus. Ist natürlich in erster Linie jetzt kein Fahrzeug, was irgendwelche Verfolgungsjagden machen soll, sondern dient grundsätzlich erstmal als RP, also für den Rollenspiel halt, dass man mal einen größeren Gefangentransport machen kann. Oder wenn man eine Gruppierung mal festnehmen muss, dann kann man das in diesem wunderbaren Semmeck eigentlich auch sehr schön darstellen. Er hat zwar auch eine Sirene, ist natürlich die Frage, die Sirene nutzt man eigentlich immer nur wirklich, wenn es dann darum geht, irgendjemanden zu verfolgen. Er kann es technisch auch einsetzen, allerdings wird man das eher weniger bei dem Fahrzeug jetzt sehen. Und nur, dass ihr mal gesehen habt, die Polizei wird jetzt öfters auch eventuell mal mit so einem Fahrzeug unterwegs sein. Was haben wir noch? Ich gucke jetzt mal hier so ein bisschen auf dem Markt nochmal rum, weil wir haben etwas am Börsensystem auch noch verändert. Wir haben jetzt nämlich drei neue Ressourcen mit dabei. Wenn ich das hier mal so aufmache, die Börse. Da sehen wir hier, die Liste ist ein bisschen länger geworden. Ganz kurz am Anfang dazu: Schildkrötenfleisch ist jetzt nicht mehr sichtbar. Das wird dann hier entfernt, also wird nicht mehr in der Börse dann gehandelt und hat entsprechend dann auch einen entsprechenden Preis. Was hinzugekommen ist, sind vor allem alkoholische Getränke. Wenn Sie das hier, Whiskyflasche einmal, also Whiskyflasche und die sogenannte Bierflasche, das Bier, das sind legale Sachen. Und Absinthflasche, das ist dann der illegale Zweig von diesen alkoholischen Sachen. Ich sehe gerade unten, dass hier auch zweimal Absinthflasche noch drin steht. Das müsste dann, denke ich, noch gefixt werden. Ansonsten sind diese Sachen halt hinzugekommen. Und wenn wir mal einen Blick auf die Karte werfen, merkt man auch schnell, dass das jetzt drei Ressourcen sind, die wirklich sehr komplex auch gestaltet sind. Also man braucht dafür einiges an Hintergrundwissen, wie man so ein Bier, sage ich mal, herstellt und was man da auch dafür alles braucht. Das werde ich euch jetzt hier in dem Video natürlich nicht zeigen, das sollt ihr natürlich auch selber herausfinden. Aber ihr seht hier schon mal, dass hier so eine Art Absinth-Dealer, ja, steht hier. Gleichzeitig kann man auch erwähnen, dass der Mr. Fong umgezogen ist. Der ist jetzt hier oben nicht mehr bei Altira, sondern hat jetzt eine neue Position zugewiesen bekommen. Und hier sehen wir dann rechts auf der Karte dann schon mal zwischen Sophia und Pyrgos, dass wir hier einmal eine Brauerei haben. Dann haben wir hier eine Schnapsbrennerei bei Kelochori, heißt der Ort. Dann hier unten im Süden bei Pyrgos gibt es eine Getränkeabfüllanlage. Ja, also ganz viele verschiedene Wege und auch Spots, die ich dann nochmal abfahren muss, wenn ich das anstrebe, jetzt Alkohol zu produzieren. Hier oben haben wir zum Beispiel Hefe bei der Autobahnpolizei und einmal Hopfen. Und hier oben geht dann auch immer bei Sophia dann Roggen. Also ihr seht schon, ganz viele Rohstoffe, die ich benötige, um überhaupt dieses Produkt fertigstellen zu können. Wenn wir uns mal die Preise angucken von Whisky, sehen wir hier auch schon, dass es sich natürlich dann auch lohnt, das zu produzieren, ne? Also das ist wirklich, diese drei Sachen sind wirklich die komplexesten Geschichten, die bisher im Spiel auch zu vorhanden sind, weil ihr wirklich verschiedene Dinge beachten müsst, um das Produkt fertigzustellen. Und ich denke mal, dass da euer Entdeckerdrang ein bisschen gefördert wird und dass ihr daran Spaß habt, jetzt mit solchen Sachen auch handeln zu können, wenn ihr farmbegeistert seid.
So, dann haben wir hier noch eine ganz wichtige Funktion geändert, und zwar das sogenannte VRDM. Das ging halt uns dann doch eher wirklich oder dem Modbüro dann halt ein bisschen auf die Nerven, dass immer wieder solche Fälle aufgetreten sind. Deswegen haben wir eine spielmechanische Veränderung vorgenommen, und das heißt, dass man beim Überfahren einer Person niemanden mehr töten kann. Das heißt, die Leute, die überfahren werden, können danach auch wieder aufstehen. Der Flo macht das natürlich jetzt mal hier kurz technisch symbolisieren. Er überfährt mich jetzt mal mit dem Semmeck. Und dann werdet ihr feststellen, ich werde zwar umfallen. Zack, so, einmal überrollt worden. Aber ich bin dann trotzdem in der Lage, wieder aufzustehen. Jawohl, das ist richtig. Also, auch wenn ihr, wie gesagt, überfahren werdet, ist es so, dass ihr dann nicht mehr stirbt und ihr dann auch nicht mehr den Sanitäter rufen müsst, sondern ihr könnt dann nach kurzer Zeit eben wieder aufstehen. Ja. Im nächsten Schritt würde ich euch gerne nochmal kurz das Medic-System zeigen. Da haben wir noch eine kleine Änderung vorgenommen. Da müsste einmal der Flo dann aus seinem Fahrzeug aussteigen und mich mal kurz erschießen. Es ist jetzt so, dass man durch das veränderte Medic-System jetzt eine sogenannte, also 3 Minuten Respawn-Zeit hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier natürlich die Zeit abwarte, habe ich die Möglichkeit ganz normal auch zu respawnen. Ich kann allerdings auch sagen, okay, ich möchte einen Sanitäter rufen, wenn einer online ist. Und dann verlängert sich auch diese Respawn-Zeit, bis ich dann respawnen kann von 3 Minuten nochmal auf weitere 3 Minuten, also 6 Minuten insgesamt, hat der Sanitäter dann auch die Zeit, mich wieder zu beleben. Und wenn das dann auch stattgefunden hat, werdet ihr auch sehen, dass ihr dann beim Wiederbeleben, beim Respawn auch wieder das ganz normale Menü erhaltet. So, und wenn ihr nämlich jetzt hier gestorben seid in dem Fall, ihr seht jetzt hier so ein bisschen vom Bildschirm her, das ist ein bisschen verändert hier. Sieht gerade so ein bisschen aus wie ein Frosch. Es ist so, dass dann in dem Moment, wenn die Zeit abgelaufen ist, das ganz normale Respawn-Menü erscheint. Und dann kann ich halt auswählen, wo ich eben entsprechend spawnen möchte. Ich wähle jetzt hier wieder Kamala aus. Und werde auch feststellen, dass ich so ein bisschen Probleme habe, mich hier zurechtzufinden. Ihr werdet sehen, ich kann hier nicht mehr rennen. Und das sind so ein bisschen die Nachwirkungen von den Medikamenten, die jetzt verabreicht wurden, sag ich mal so RP-mäßig. Ja, das heißt, ich muss jetzt ungefähr so 5 Minuten warten, bis ich wieder einen normalen Zustand habe, bis ich auch wieder ein Fahrzeug zum Beispiel führen kann. Das ist so ein bisschen die neue Respawn-Regel. Das heißt, wenn ich respawne, ist das halt damit verbunden, dass ich diese kleinen Einschränkungen halt entsprechend dafür habe. Ganz kurz noch erwähnt, jetzt fernab vom Medic-System, es ist so, dass die New Life-Regel ab sofort dann nicht mehr gilt mit dem Patch. Das heißt, ihr könnt dann entsprechend auch wieder zu euren Positionen hinlaufen, ja, wo ihr gestorben seid. Und die Polizei kann jetzt auch nicht mehr reanimieren. Das bleibt jetzt lediglich den Sanitätern vorbehalten, diese Funktion. So, ich hoffe, ihr habt noch so einen kleinen Eindruck bekommen zu den neuen Features des Patches. Sind doch einige nette Sachen mit dabei. Und der Patch wird dann heute Abend dann auch für alle Spieler dann live gehen. Und vielen Dank nochmal an Niox, der mich jetzt hier ein bisschen unterstützt hat mit der Demonstration des neuen Fahrzeuges, den Semmeck und des Überfahrens. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Altes Live-Show. Bis dann, euer Caesar. Ciao.